Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, vor einer Woche habe ich bereits auf den ersten Teil der Hilf mir Folge Die verkohlte Barbie reagiert. In einer Partnerschaft ist es wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert und wertschätzt und solche Dinge dürfen da einfach nicht passieren. Bist du vom Dummheitsbaum gefallen oder was? Ja, das war wirklich wieder mega geil. Wir haben die Folge in meiner letzten Reaction allerdings nur bis Minute 26 geguckt und die Folge geht noch weitere 20 Minuten. Also herzlich willkommen hier heute zu Teil 2 von Die verkohlte Barbie mit Luca. Bevor meine Reaction jetzt in wenigen Sekunden losgeht, wollte ich euch noch ganz kurz darüber informieren, dass jetzt gerade die neue Podcast-Folge von Sandra und mir online gegangen ist auf Spotify, Apple Music, was weiß ich überall wo. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr auf jeden Fall einen Link dazu. Sandra und ich stellen uns gegenseitig 10 unangenehme Fragen. Also klickt da gerne mal drauf und jetzt viel Spaß bei der Reaction. Hallo, Ah. Das ist doch nicht dein Ernst, was macht diese Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Also erstmal ganz kurz hier auf, für alle, die jetzt, für alle unter euch, die die letzte Reaction von mir auf diese Folge nicht gesehen haben, die ist erstmal hier oben verlinkt. Also guckt euch am besten erst das Video an und dann das hier. Aber ich kann es euch auch einfach kurz erklären. Das hier ist der 26-jährige Olli und ihm gehört ein Fitnessstudio. Und das hier ist seine 18-jährige Freundin namens Clara, die total in ihn verliebt ist. Der Olli liebt die Clara allerdings nicht so doll, wie die Clara den Olli liebt. Und deswegen hat der Olli nun ein neues Flittchen im Fitnessstudio, mit dem er sich soeben vergnügt hat. In seinem Büro. Und das hat Clara gerade rausgefunden und da schauen wir jetzt weiter. Wir haben trainiert. Verträge mit runtergelassener Hose und sie kniet vor dir. Ich hab dir nur gezeigt, wo genau der Vastus medialis ist am Oberschenkel. Da ist der Vastus medialis. Das erklärt natürlich einiges. Der hat mich angebaggert. Ich habe ihr aber sofort klar gemacht, du weißt, ich habe eine Freundin. Finger weg und gerade in dem Moment kam es auch schon rein. Sah jetzt vielleicht ein bisschen doof aus, aber... Clara. Ja. Clara. Du weißt doch, dass du die Einzige bist für mich. Also wenn Clara jetzt nicht begriffen hat, dass sie die Einzige für den Olli 26-jährigen Fitnessstudio-Besucher ist. Clara, der liebt dich wirklich über alles und der ist wirklich nur Verträge durchgegangen mit der anderen da. Das ist, ja. Ich liebe dich, Clara. Oh, die Nase küssen. Du bist für mich immer meine Silbermedaille. Also das geht echt gar nicht. Liebe Clara, bitte trenn dich sofort von Olli. Das ist ganz klar, dass der es nicht ernst mit dir meint. Also ich finde es wirklich ehrenhaft, dass wir zwischendurch immer so schlagkräftige Terrakotta-Pflanzen da haben. Ehre. Aber Leute, ich bin echt gespannt, wie das jetzt zwischen Olli und Clara weitergeht. Also ist Clara echt so naiv und wird weiter mit dem Olli zusammen sein? Allein, dass mich das jetzt so krass kümmert, Alter. Wenn du dir vielleicht noch die Zähne ein bisschen weißer machen lässt. Boah, Digga. Wie, was ich dir ja noch erzählen wollte, weswegen ich eigentlich gekommen bin. Ich hab meinen Vater endlich soweit. Er bezahlt mir jetzt endlich die Brust-OP. Nein. Da! Merkst du direkt, bei was für einer Serie wir wieder sind, ne? Hey Olli, ich hab dich zwar gerade dabei erwischt, wie du hier mit irgendeiner Fitnessstudio-Besucherin fremdgegangen bist, aber ich liebe dich. Ist nicht schlimm. Und jetzt lass mir auch noch die Brüste machen und ich hab mir hier ein Piercing stechen lassen. Und meine Zähne, die lass ich mir auch noch bleachen für dich. Nein. Hä? Und ey, Digga. Und gleich kommt die nächste, oder was? Echt große Langhantel für dich. Oh. Mal sehen, willst du? Ach, wow. Olli, warum bist du nur so verrückt? Wow. Also. Den Ort kenne ich in Köln. Barbarossa-Platz. Überhaupt nicht asozial. Um Olli zu gefallen, quält Clara sich mit Sport und strikter Nulldiät. Ach du Eine Kacke. Eine gefährliche Kombination. Hey, oh Gott. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Komm mal her, setz dich mal hin. Hier ist eine Bank. Komm mal her. Ich weiß nicht, ob ich das falsch sehe, aber was hat sie denn für Schuhe an? Ja, alles klar, Clara. Geht einfach in Flipflops joggen. Ich meine, natürlich, klar, das ist mega gesund und gut und damit wirst du auch viel schneller und besser abnehmen. Wenn du läufst, da verbrennst du halt mega Energie. Wenn du nicht genug zu dir genommen hast vorher, dann solltest du nicht laufen. Ja. Ehrlich, du siehst aus, als würdest du gleich umkippen. Bleib auf jeden Fall ein bisschen hier. Ich mach das ja nicht umsonst, ne? Sie isst zu wenig, joggt bei 38 Grad im Schatten und hat dazu auch noch Sandalen an, nur damit sie dabei gut aussieht. Sandalen! Nicht Flipflops, Luca. Kannst nicht weiterlaufen, ehrlich. Bleib bitte sitzen. Ach du Kacke. Jetzt läuft ihr auch noch weiter, oder was? Ich geh dir mal an. Boah, was labert der mich voll? Auf schlaue Tipps kann ich echt verzichten. Clara klingt, Mann. Und für Olli mach ich das echt gerne. Ja, also Olli, der kleine Ehrenbruder, Alter, für den kann man auch gern mal ohnmächtig werden. Hab
24 Stunden nichts gegessen. Was? Bin die ganzen letzten Tage immer 2 Stunden am Tag Minimum joggen gegangen. Junge. Ich glaube, ihr wisst, was ich jetzt für eine Einblendung reinhaue. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ich muss mir unbedingt noch die Zähne bleachen lassen. Ja, komm, Bildung scheißegal, Gesundheit scheißegal, Hauptsache gebleachte Zähne und gemachte Was macht's denn jetzt? Hä? Nimmt sich einen Zettel vorher? Die hat vorher halt so komisch rumgeguckt, als wenn irgendwie jemand gucken würde. Bin gleich wieder da, schreibt die. Hä, aber wo will die denn hingehen? Sag jetzt nicht, die geht jetzt ins Solarium. Ach du Kacke! Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge geguckt habt, aber Clara hat einen unnormalen Sonnenbrand, weil sie täglich mehrere Stunden ins Solarium geht, nur um Olli zu gefallen. Und jetzt geht die da wieder hin, ey, ich könnte kotzen! Also Mädchen, ey, was ist bei dir im Gehirnchen da nicht irgendwas nicht in Ordnung? Da komm, raus aus der Kabine! Ach du Kacke! Ich hab auf sowas gar keine Lust. Sie wurde von der Chefin erwischt. Clara, komm! Hä? Das... So, erstmal, du bezahlst mir die Tube. Okay. Die werde ich von deinem Lohn abziehen. Okay. Du bist gekündigt. Du bist gekündigt?! Die hat doch so super Arbeit geleistet die ganze Zeit. Nee, aber jetzt mal real talk. Sie ist halt einfach bei ihrem einzigen Job im Solarium gekündigt worden. Das heißt, erstens kann sie selbst nicht mehr in das Solarium gehen, wo sie ja süchtig nach ist. Und zweitens hat sie jetzt kein Geld mehr für einerseits Bleaching und Brust-OP. Clara, ey, ich glaube mit Olli, das kannst du dir ein bisschen abschminken jetzt, oder? Sag mal, was machst du da? Was hast du dagegen? Was machst du da? Ich bleach mir die Zähne, aber... Sie bleicht sich selbst! Ich habe letztens eine Anfrage bekommen für dieses Ding, was man sich in den Mund packt und dann drückt man auf den Knopf und dann wird es blau und dann heilt das die Zähne. Und ich habe mich darüber ein bisschen schlau gemacht, wie vor jeder Korb, und ich habe gesagt, nein, weil das so kranke Gesundheitsrisiken mit sich bringen kann. Und jetzt bleicht sie sich das selbst die Zähne, was sogar noch gesundheitsschädlicher ist. Ja, da kannst du dir auch gleich die Brüste noch selbst machen, Clara. Die können die ganzen Zähne kaputt gehen. Ja, sag ich. Hast du das mal beim Zahnarzt gesehen? Das ist schon gefährlich, ja. Aber so... Mein Reden! Die Mutter gefällt mir, ey! Also, nicht falsch verstehen. 12 seconds later. Oh Gott. Was passiert denn da jetzt mit dem Bleaching? Ey, ich hab's gesagt. Irgendwas passiert da. Ey, da bin ich jetzt echt gespannt. Also, Digga, das sieht so aus, als wäre da... Ist das Blut? Das kann doch nicht sein, oder? Das habe ich jetzt gerade mal geblurrt. Wahrscheinlich ist einfach nur Ketchup. Das können die doch nicht so zeigen, ey. Das ganze Waschbecken ist voll mit Blut da. Safe wieder nicht werbefreundlich, dieses Video. Du machst dich total kaputt. Das geht so weit, das geht nicht so, Clara. Ja. Denk nach, das geht nicht. Aber ihr wisst doch ganz genau, Olli liebt mich und ich liebe Olli. Nein. Clara, jetzt lädt hier auch noch die... Jetzt gehakt hier auch noch die RTL-Website, Alter. Da gebe ich schon 5 Euro dafür aus, dass sie mir diese Kacke hier anschauen. Dann hakt das auch noch. Ich will jetzt endlich, dass Clara den Olli abschießt, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Nicht weiter zugucken, wie du dich kaputt machst. Das kann doch nicht ernst sein. Wir lieben uns. Ja, Clara, Maul jetzt. Das ist aber keine Liebe. Komm, verpiss dich. Natürlich liebt Olli mich. Und daran gibt es auch gar keine Zweifel. Aha. Oh Gott. Jetzt geht Clara... So, Olli ins Gym und die Folge geht auch nur noch 3 Minuten. Also ich bin gespannt, was da jetzt passieren wird am Ende. Was ist denn mit dir passiert? Du kannst doch nicht so ins Studio kommen. Ich hab das doch nur wegen dir gemacht. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Du siehst aus wie so ein... Aber Olli, ich hab voll Stress mit meinen Eltern und du bist doch mein Freund. Kann ich nicht für ein paar Tage bei dir bleiben? Tickst du noch ganz sauber? Hast du Uran gesoffen oder was? Alter! Dir ist schon klar, dass ich nur mit dir zusammen war, weil wir zusammen ins Bett gegangen sind und weil du meine Wäsche gewaschen hast. Kann doch nicht dein... Hey Clara, ey, wir sind zwar in einer Beziehung und falls du Stress hast, alles easy. Aber es sind nicht meine Sorgen, ey, ich hab die nur zum B**en und Wäsche machen. Aber das kannst du doch nicht mit mir machen. Siehst du doch, komm. Oha. Du bist Geschäftsführer. Sie sagt da einfach. Raus. Clara, wie siehst du denn aus? Junge. Ekelhaft. Jetzt. Oh nein, und jetzt, oh mein Gott. Raus. Er sagt, Alter. Ich dachte echt, Olli liebt mich. Aha. Ich hab doch alles für ihn getan. Dachten wir alle. Und jetzt demütigt er mich so, warum macht er das? Ist so.
Also da sehen wir nochmal die wunderschöne Stadt, in der das Ganze gespielt hat. Allerdings hat Clara ja jetzt, glaube ich, ihre Augen geöffnet bekommen und weiß jetzt, woran sie bei Olli ist, beziehungsweise war. Also die beiden sind ja jetzt augenscheinlich auseinander und ich hoffe einfach, meine liebe Clara Klinkmann, was ist das eigentlich für ein beschissener Name? Clara, ich hoffe, dass du in Zukunft mehr so bleibst, wie du bist und dass du dich nicht für eine Person so krass veränderst, dass das sogar gesundheitliche Schäden mit sich bringt. An der Stelle würde ich allerdings auch meine heutige Reaction beenden. Ha! Das ist, fühlt sich gut an, wenn man so eine Hilf mir Reaction beendet. Da fühlt man sich automatisch ein bisschen klüger. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, 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 sehr doll über einen Daumen hoch von euch hier unter dem Video hier freuen. Schaffen wir 50.000 Daumen hoch. Das wäre eine mega krasse Zahl und es wird mir zeigen, ey Luca, wir wollen mehr Hilf mir Reactions. Lad doch vielleicht in einer Woche eine Reaction auf ein neues Video hoch. Dahingehend könnt ihr mir auf jeden Fall gerne Videos, auf die ich reagieren soll, unten in die Kommentare schreiben und zudem gerne meinen Kanal abonnieren, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auch gerne auf die Glocke klicken, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald meine neue Reaction online ist. Und jetzt kommt das Outro, präsentiert von... Es ist 2 Uhr in Deutschland...